Eines ist ziemlich klar, meine Damen und Herren, die Märkte haben einen Sieg von Donald Trump ziemlich deutlich eingepreist, sichtbar am permanent steigenden Goldpreis, sichtbar an den steigenden Kapitalmarktzinsen, sichtbar am steigenden Dollar, sichtbar jetzt auch mit einem steigenden Kurs von Bitcoin, sichtbar beim Anstieg von bestimmten Sektoren, die eben von einem Sieg von Donald Trump profitieren sodass jetzt eben die Situation so ist, wenn Trump doch nicht gewinnt, sollte, dann würde das die Finanzmärkte komplett auf dem falschen Fuß erwischen. Gold würde wahrscheinlich fallen, die Renditen würden fallen, ergo die Anleihen steigen, die Kapitalmarktzinsen respektive Renditen würden fallen, der Dollar würde fallen und alles würde rückabgewickelt werden müssen, was vorher gewissermaßen an Positionierung der Fall ist. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir starten zunächst mal mit Bitcoin. Er ist das erste Mal über 71.000 Dollar gestiegen. Seit Juni das erste Mal also. Ich möchte nochmal deutlich betonen an die Bitcoinistas. Ich erwähne hier sehr eindeutig, dass Bitcoin gestiegen ist. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nachdem Gold ja von einem Allzeithoch zum anderen steigt, sind die Bitcoinistas jetzt schon heilfroh, wenn Bitcoin mal ein bisschen aus dieser Seitwärtsbewegung rauskommt. However, wir haben schon gesehen, dass die Dickfische der Tech-Branche jetzt langsam nervös werden. Ob es Google, Amazon, Apple, Meta, wie sie auch alle heißen, sie alle haben mal den Donald angerufen. Jeff Bezos hat verweigert, dass die Washington Post, eine ausgesprochen den Demokraten zuneigende Zeitung, Kamala Harris unterstützt oder eine offizielle Wahlempfehlung gibt. Und jetzt hat Jeff Bezos das Ganze begründet und hat nochmal gesagt, also seien wir doch mal ehrlich, die meisten Leute glauben, dass die Medien einen Bias haben, also dass sie nicht objektiv sind, nicht neutral sind. Und genau das sei der Punkt. Und ob wir jetzt Harris oder Trump unterstützen, macht sowieso keinen Unterschied. Da hat er natürlich einen Punkt, aber eine ziemlich klare Ansage zu dem, was, glaube ich, generell das Problem ist, derzeit die Medien verlieren an Vertrauen und das haben sie sich selber zuzuschreiben, weil sie eben nicht mehr im Sinne von Erkenntnis, im Sinne von Wahrheitssuche agieren, sondern eben eine Agenda reiten. Und das Problem ist eben, dass diese Medien dann meistens letztendlich der verlängerte Schwanz der Regierungen sind. Das ist in Deutschland so, ob Spiegel, wie sie alle heißen, die sind plötzlich staatsbejahend, staatstragend. Früher war Spiegel ein kritisches Medium, hat Fragen gestellt, jetzt ist man sozusagen eine Propagandamaschine geworden, zumindest aus meiner Sicht, wie auch manch andere. Das sind Gesinnungstäter am Werk, die letztendlich eben aus ihrer eigenen Blase herausschreiben, die Wirklichkeit gar nicht mehr wirklich auf dem Zettel haben und so entsteht dann dieser Bias. Man glaubt, man müsse die Leute erziehen, man wüsste es besser als die Leute und genau das geht den Leuten eben ziemlich auf die Nerven und das hat jetzt der gute Jeff Bezos erkannt. So oder so. Wir sehen das. Das Potenzial, wenn Trump hier diese Wahl gewinnt, für ein größeres fiskalisches Defizit sehr, sehr groß ist. Deswegen steigen vor allem die Kapitalmarktzinsen und paradoxerweise steigt deswegen auch der Dollar. Deswegen werden die globalen Finanzkonditionen, wenn die Renditen, die Kapitalmarktzinsen und der Dollar steigt, für die Welt wieder schärfer werden, also restriktiver. Das wiederum könnte die anderen Zentralbanken dazu zwingen, wie dieser Tweet hier zeigte, dass sie dovischer werden, also eher nochmal die Zinsen senken. Was wiederum, weil die Fed das vielleicht nicht so machen kann, aufgrund der Wirtschaft in den USA den Dollar wieder stärken würde. Da sind wir also in einem Loop. Wir hatten gestern wieder mal zwei Anleiheauktionen, die ziemlich mies verlaufen sind. Die Anleger, die Käufer dieser Staatsschulden wollen also höhere Renditen. Die wollen einen Risikoausgleich haben, aber das ist eben jetzt diese Spirale, dass wenn Donald Trump gewinnt, man erwartet, dass die Defizite steigen, weil Trump ja bestimmte Steuern möglicherweise sogar komplett abschaffen will, das alles über Zölle finanzieren will, was nicht klappen kann und wird. Aber wie gesagt, das Ende ist relativ klar, die Defizite werden steigen, das wäre auch unter Harris so, aber vielleicht nicht eben ganz so krass, zumindest aus Sicht der Märkte. Jetzt schauen wir uns mal an, was denn die Wall Street so sagt. Was würde denn jetzt mit den Aktienmärkten passieren? Der S&P 500 hat durchschnittlich pro Monat 2% gewonnen. Frage, würde sich das beschleunigen, gleichbleiben, abschwächen oder sogar in Verluste sich ummünzen? Schwarz hier Trump und wir sehen Accelerate, sagen die allermeisten.
Deutlich mehr als bei Harris, stay the same, bei Harris mehr, slow bei Harris mehr und losses bei Harris mehr. Also die Wall Street ist einigermaßen der Auffassung, dass das für die Aktienmärkte eher positiv wäre als Harris, wenn Seth Donald gewinnt. Das sehen wir hier auch, aber es ist eben klar, dass die Anleihenmärkte jetzt der Gegenspieler sind. Wir sehen steigende Renditen, gestern die Marke von 4,30% bei der 10-Jährigen erreicht worden. Und hier sehen wir jetzt neue Zahlen. Das Finanzministerium wird im vierten Quartal 546 Milliarden Dollar sich leihen über Anleiheemissionen und man erwartet, dass dann im ersten Quartal 25 ist, 823 Milliarden Dollar sein werden. Mit den steigenden Kapitalmarktzinsen steigen die Hypothekenzinsen wieder. Geld wird also deutlich teurer. Wir sehen die 30-jährige Fixed Rate jetzt erstmals seit langer Zeit wieder über der 7% Marke oder bei der 7% Marke. Das heißt, es wird schwieriger, es wird teurer, ein Haus zu kaufen und all das, weil eben die drittgrößte Wirtschaft der Welt, nämlich die US-Regierung, mit ihrem Budget eben so haushaltet, wie sie eben haushaltet. Warum hat Janet Yellen nochmal 500 Milliarden Dollar in einem Monat an neuer Verschuldung gemacht? Was ist da passiert mit diesem Geld? Dieses Geld jedenfalls ist auch ein Stück weit Stimulus. Hier sehen wir, die Government Spending ist innerhalb einer Dekade um 50% gestiegen, pro Jahr um 9% durchschnittlich. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist eben der Effekt. Wir haben dadurch einen fiskalischen Stimulus. Es gelangt Geld ins System. Dieses Geld hebt natürlich viele Boote, eben auch die Aktienmärkte. Zwischendurch hatten wir mal kurz restriktivere Phasen, als die Fed die Zinsen gesenkt hat. Jetzt senkt die Fed die Zinsen und dieser fiskalische Stimulus ist noch da. Aber jetzt kommen die Anleihenmärkte und sagen, schön und gut, wir haben zwar viel Liquidität, was positiv für die Aktienmärkte ist, aber die Anleihenmärkte verteuern Geld. Und verteuern also wiederum Liquidität. Das ist sozusagen diese paradoxe Situation, in der wir sind. Und diese paradoxe Situation hat dazu geführt, dass einige Banken in den USA echt in Trouble sind, vor allem weil eben durch die steigenden Zinsen die Immobilienmärkte ein Problem bekamen, vor allem die Gewerbeimmobilien. Hier sehen wir Banks sitting on 750 Milliarden Dollar Verlusten von Real Estate Debt Related Securities. Das ist das eine. Das andere ist, dass eben diese Banken in Nullzinsphasen weiter Staatsanleihen gekauft haben. Damit sitzen sie jetzt auf unrealisierten Kursverlusten bei diesen Anleihen. Also there is no free lunch. Alles hat seine Folgen. Und auch die Folge dieser fiskalischen Exzesse, dieser Haushaltspolitik-Exzesse durch die US-Regierung sind, dass die Konjunkturdaten besser sind als erwartet. Da wird man vielleicht ein bisschen als seasonal adjusted, gell? Und Best-Test-Model und was wir alles haben, gell? Da wird ein bisschen natürlich versucht, die Daten auch besser aussehen zu lassen, als sie vermutlich sind. However, wir sehen, dass eben Liquidität dann zu besseren Daten führt. Oben der City Economic Surprise Index geht immer weiter nach oben, aber Kehrseite des Ganzen, die Zinserwartungen sinken immer weiter. Und jetzt ist überhaupt nicht mehr ganz sicher, was vorher noch ganz, ganz sicher schien, dass die Fed zweimal in diesem Jahr die Zinsen senken wird um 0,25%. Man hat jetzt auch die Erwartung für Zinssenkungen im Jahr 2025 auf 3 zurückgeschraubt. Das waren noch nicht allzu lange her 5 bis 6 Zinssenkungen. Und jetzt schaut man natürlich auf die Daten. Heute kommen die JOLTS, die ein bisschen zeigen, was am Arbeitsmarkt los ist, nachdem die JOLTS im letzten Monat besser gewesen sind als erwartet. Mal gucken, wie sie diesmal reinkommen. Würden die Daten stärker reinkommen, also mehr offene, angebotene Stellen sein, dann würden die Renditen und der Dollar weiter steigen. Wenn nicht, wäre das Gegenteil der Fall. Man sieht, dass die Wall Street sich positioniert und mal absichert mit VIX-Long-Kontrakten. Wir sehen hier das VIX-Stocks-Positioning. Man ist schon ziemlich jetzt sich der Tatsache bewusst, dass das ein wilder Ritt werden könnte, vor allem wenn das Ergebnis nicht eindeutig genug ist bei dieser US-Wahl. Und heute beginnt ja jetzt die Berichtssaison mit den ganz, ganz großen Tech-Werten, wenn wir mal Tesla außen vor lassen. Und Alphabet ist ein Wert, der günstigste der Magnificent Seven ist, mit einem Price-Earnings-Ratio von
in Anführungszeichen nur 24, Amazon ist bei 59, Nvidia bei 87, Tesla bei 43, Microsoft bei 37, Apple bei 28, 29. Also das sind sehr, sehr sportliche Bewertungen, die hier der Fall sind. Google respektive Alphabet allerdings nicht so sportlich bewertet. Nicht günstig, aber eben auch nicht so teuer wie die anderen. Aber es gibt eben ein politisches Risiko. Jetzt hat Elon Musk, der ja, wenn Trump gewinnt, eine wichtige Funktion bekommen würde, offenkundig, eine sehr machtvolle Funktion, gesagt, dass Apple, Google, Alphabet, Google, YouTube is the biggest donor to the Democratic Party. Also die unterstützen die Partei der Demokraten und sie würden permanent eben zensieren auf YouTube und auf Google. Also da kann man sich vorstellen, dass das für Google dann keine einfachen Zeiten werden, wenn Trump, Musk an der Regierung wären. Ohnehin sieht man sich ja schon einer Untersuchung des Kartellamts in den USA ausgesetzt. Hier sehen wir nochmal Bewertungen. Wir hatten 2017 das erste Mal, dass eine Firma eine Marktkapitalisierung von $1 Billion erreicht hat. Das war damals Apple. Jetzt haben wir gleich drei Billionen Dollar Firmen. Hier sehen wir mal, wie teuer oder wie billig ein Unternehmen ist. Je dicker der Balken, umso teurer kann man sagen. Apple, Nvidia und Microsoft ragen heraus. Das sind alles nicht mehr billige Werte. Und dementsprechend liegt die Latte relativ hoch jetzt für diese Gewinne. Wir erwarten heute bei Google eine Bewegung von 5,5% durchschnittlich. Bei Meta dürften es noch mehr sein. Bisher die Zahlen ordentlich, aber was enttäuscht ist, das Gewinnwachstum, hatte ich gestern schon gezeigt. Von Gewinnwachstum ist in China wiederum wenig die Rede. Wir sehen hier mal die Industrieprofite im freien Fall. Wir haben ja gesehen, dass jetzt Geld aus China abgezogen wurde. Und inzwischen die Generation Z in China, die sagt sich, okay, wir gehen jetzt in Aktien, nachdem wir eben mit Immobilien irgendwie keinen Zugriff mehr haben, nachdem das irgendwie unerreichbar zu sein scheint. China hat jetzt übrigens offenkundig wieder versucht, seine Elektromobilitätsindustrie, seine E-Autofirmen zu pushen, indem man sagt, ja, also hier die der Staat, die Verwaltungen werden E-Fahrzeuge kaufen. Das hat in Hongkong die Aktien von diesen Anbietern nach oben gebracht. Also man unterstützt, wo man kann, die eigene Autoindustrie, während hierzulande so ein bisschen der Blues da ist. Die Chinesen wollen Komfort, die wollen Entertainment in ihrem Auto, die wollen Nackenmassagen haben, die wollen große Displays haben. Das haben die Deutschen, haben der ganze Westen nicht kapiert. Ja, aber wir haben ein anderes Problem. Nämlich jetzt erstens, dass diese Wirtschaft immer schwächer wird. Das kommt jetzt sogar Börse vor 8 an. Was bei Volkswagen passiert, kann der Anfang einer Entwicklung sein, die nicht nur einen Konzern wie VW betrifft, sondern mehr als die deutsche Autobranche, vielleicht sogar weite Teile der Wirtschaft. Hohe Personalkosten, teure Energie, schwierige Infrastruktur, höhere Produktionskosten im Vergleich zur Konkurrenz. Gleichzeitig werden die Banken vorsichtiger. Hier sehen wir mal, Kredithürde geht nach oben. Klar, wenn die Lage sich verschlechtert, dann wird man als finanzierende Bank ein bisschen vorsichtiger. Und dafür gibt es aber Leute wie Marcello Fracerino, die dann sagen, ja, die Industrie sei an wirtschaftlicher Lage ja selber schuld. Ja, gewiss, man hatte Teilschuld, das ist gar keine Frage. Etwa bei Volkswagen zahlt man Gehälter, die sind absolut außerhalb dessen, was eigentlich vertretbar ist aus meiner Sicht. Zumindest wenn man das mal mit den anderen Autofirmen vergleicht. Aber es ist natürlich typisch, wie Daniel Stelter hier sagt, dass Marcel Fratscher im Fernsehen erklärt, was VW falsch gemacht hat. Leute ohne Ahnung und Verantwortung sagen wie anderen, es geht. Marcel Fratscher, ja, so ein typischer Elfenbeinturm-Analyst, der noch nie irgendwie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, aber genau weiß, wie die Dinge funktionieren. Ebenso wie unser Bundeskanzler, der sagt zu VW, ja, mögliche falsche Managemententscheidungen sollten nicht zulasten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gehen. Es gelte, Arbeitsplätze zu erhalten und zu sichern. Nur das Problem ist, dass gerade bei Volkswagen ja die Politik dick mit drin sitzt im Aufsichtsrat. Und sowohl Leute von der SPD als auch Leute von der CDU haben eben diese Entscheidungen von Volkswagen abgenickt. Jetzt so zu tun, als wäre das nur Managementfehler und Politik hat nichts damit zu tun, ist unredlich. So oder so sehen wir, dass jetzt die Zinskurve in Deutschland deutlich wieder invertiert ist.
entinvertiert ist, also wieder positiv ist. Normalerweise ein Zeichen für den Beginn einer Rezession und vermutlich sind wir schon lange da drin. Sind die Amerikaner in einer Gewinnrezession? Bisher sind die Gewinne enttäuschend, das Gewinnwachstum enttäuschend. Die Zahlen sind okay, Umsatz und so weiter, ist kein Problem. Aber jetzt kommt wahrscheinlich etwas ins Spiel, was eine bekannte Tatsache ist, aber manche vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Wenn die Inflation sinkt, sinken die Gewinne der Unternehmen. Das ist durchaus typisch. Du kannst eben nicht mehr die Preise so ganz einfach erhöhen. Das ist hier ein toller Überblick über eben diese bisherige Berichtssaison, die mit Google ja dann einen weiteren Hochpunkt erreichen wird. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, ich spreche über Big Tech, über KI, über das, was die Welt im Innersten zusammenhält, mit einem Portfolioverwalter, der natürlich aus seiner Logik heraus einen anderen Ansatz hat, aber hochinteressante Dinge zu sagen hat. Ich denke, das wird ein sehr, sehr spannendes Interview, für das Sie sich anmelden können per E-Mail. Ich packe den Link nochmal unten drunter. Einfach anmelden, dann kriegen Sie die Benachrichtigung über E-Mail. Nämlich diesen Link, wo Sie das Ganze gucken können. Am 30.10., also am Mittwoch, morgen, also um 19 Uhr, würde ich mich freuen, wenn Sie auch da dabei sind. Und ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.